So, ein wunderschönen herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Eurotrack Simulator 2. Ich wollte mir nur angucken, was ich letzte Folge gemacht habe, da sie mittlerweile ein paar Tage zurückliegt. Habe ich jetzt natürlich wieder vergessen. Sehr geil. Gut. Sehr, sehr geil. Euro. Fuck mal auf. Aha. So. Eben zuletzt hatten wir ja dieses Skynet Truck Driving Simulator gemacht. Aber wir hatten noch davor. Hatte ich davor? Ich weiß es gar nicht mehr. Was hat man denn da bei EDS gemacht? Ist alles schon so lange her. Ach, wir haben aktuell einen Auftrag. Okay. Okay. Gut, dann machen wir das mal weiter. Solange bis mir vielleicht einfällt, was wir vorhatten. Dann lädt ihr nach la. Oh, 2000. Was zur Hölle? Los. Okay, ich glaube, das hatten wir vor. Für die nächsten 8 Folgen. Holy shit. Hey. Meine Straße. Oh, Alter, was ist das für eine Last, Alter, ey. Oh ja, habe ein bisschen Gewicht. Ein bisschen sehr viel Gewicht. Vielleicht. I don't know. Also ich muss wieder dran denken, dass der Auflieger, den wir gerade drauf haben, wieder ausschwenkt. Problem ist halt wirklich, ich spiele halt privat. Bloß noch ATS. Oh, warte mal. Oh mein Gott. Ich fahre halt privat bloß noch ATS und da schwenken die Wagen halt nicht aus. Also die Auflieger. Von daher immer wieder ein komisches Gefühl, mit den europäischen Aufliegern zu fahren. Ah, der hat uns jetzt das ganze Momentum geklaut, Alter. Da war so schöne Abfahrt. Wir hatten so schöne Geschwindigkeit drauf und jetzt alles wieder weg. Eine Schiesel-Scheißen-Dreck hier. Nee. Jo, als allererstes. Kannst du sagen, dass meine Maus hier irgendwie so ein bisschen. Ne. I don't know. So. Wird es gerade dunkel? Ah, nee, wird gerade hell. So ein bisschen dämmerig. Also guck, ob meine Kopfhörer eingestellt sind. Richtig. Ja, doch. Sieht gut aus. Oh, Penny bist du auch bald. Na, 2 Stunden haben wir noch. 40 Tonnen. Aber wir bekommen 150.000 Euro. Das ist doch schon mal nicht schlecht. So, wir haben 60 Stunden, 35 brauchen wir. Wir können also bloß zweimal pennen gehen. Ja, ich meine, wenn wir gut im Zeitplan liegen, können wir auch dreimal pennen gehen. Müssen wir wahrscheinlich auch, weil wir müssen ja jetzt gleich schon pennen. Eieieiei. Thank you.
bin auch froh, dass man meine beiden Lüfter, die ich bei Bildschirm habe, nicht so sehr hören kann. Oder eigentlich gar nicht hören kann. Zum einen, weil die halt sehr leise sind. So, selbst ich höre sie kaum. Also mit Kopfhörer natürlich sowieso nicht, aber selbst ohne Kopfhörer höre ich sie kaum. Naja, und dann habe ich auch noch nicht ein richtiges Mikrofon. Von daher, es ist nämlich gerade der brütendste Sommer ever. Dann bin ich ganz froh, dass ich hier mit Lüfter sitzen kann. Rechts halten und dann Ausfahrt rechts nehmen. Okay. Ich finde eine Mautstelle hier. Nimm die Ausfahrt rechts. Demnächst rechts abbiegen. Habt ihr gerade gesehen? Sie können weiterfahren. Nichts für hiermit. Danke für Ihre Kooperation oder wie es immer heißt. Deine Mutter wird neu berechnet. Wollt ihr auf geil. Klappe jetzt. Ich wollte gerade deine Mutterwitz machen. Wo jetzt lang? Der Name auch mal einig werden hier? Was ist denn hier los? Mach mal auf hier. Auf hier. Ja. Das Problem ist halt bei der Bremse. Also das, was ich jetzt gerade hatte. Wenn du bremst, also anfängst die S-Taste zu drücken. Dann bremst er nicht direkt, sondern nutzt erstmal kurz die Motorbremse oder I don't know, den Retarder oder ist einfach retarded, I don't know. Naja, Fakt ist auf jeden Fall, wo muss ich lang? Muss ich hier vorbei? Ah ne, ich muss ja hier unten vorbei. Fakt ist auf jeden Fall. Ich muss hier wieder raus, oder? Weil meine rote Linie macht so ganz schön Knick. Warum denn nicht gleich da links vorbei? Warum ist hier links vorbei? Ach, das ist doch schon wieder alles so stupid. Was wollte ich gerade sagen? Ja, genau. Auf jeden Fall, wenn du bremst, also wenn du anfängst zu bremsen, dann bremst du erstmal nicht direkt mit der Hauptbremse. Und ja, normalerweise, wenn man halt zu stark bremst, dann lässt man kurz die S-Taste los und drückt sie dann direkt wieder. Und das Problem ist, wenn du den Bremsvorgang kurz unterbrichst, dann fängt er wieder an mit der Motorbremse zu bremsen. Das heißt, kurz die S-Taste loslassen hat einen riesen Verlust der Bremsleistung zu bedeuten. Zufolge. Ja, und dementsprechend bin ich ganz voll in die Schranke gerast. Na gut, voll nicht, ich meine, war Schritttempo oder so, I don't know. Aber war auf jeden Fall schon merklich, dieser kleine Anbums. Voll die Gewitter hier. Kann sein, dass ich gerade viel zu schnell fahre hier. Okay, Bremsen geht auch nicht mehr so. Ich wollte eigentlich vor der Straße stehen bleiben und nicht erst danach, aber gut. Zum Glück kam kein Auto oder anderes Fahrzeug. Alter, was ein Kackwetter, ey. Ach ja, wir müssen ja schlafen. Verdammt, unser Bett ist rot. Gut, dann würde ich mal vorne an der Kreuzung erstmal stehen bleiben. Mal gucken, wo wir eigentlich am besten als ich das pennen können. So viel Zeit haben wir nicht mehr. Eine Stunde haben wir noch. Das ist nicht gut. Demnächst rechts abbiegen. Nur leider durch den Leitplank hier kann man hier nirgends einfach mal stehen bleiben. Nach rechts ab. Ach, scheiße.
So, hier kann ich schon stehen bleiben. Wir werden müde, ich weiß. Warum ist hier eine Säule? Ach, leck mich doch. So. Da ist mal eine Tankstelle. Ah ja, okay, da kann man auch pennen. Ah, gut, dann ist das unsere Rettung. Hier hinten ist Gegenfahrtrichtung. Ja, obwohl, egal, wir müssen sowieso so schnell wie möglich. Also direkt hier. Wow. Ja, aber wir müssen pennen. Dann ist dieses Wetter hoffentlich auch wieder weg. Mal schauen. Scania. Hey, jetzt bin ich voll, weil wir letztens dieses Scania Tractor Simulator gespielt haben, wo man halt nur Scanias gesehen hat. Auch im, auch bei den NPCs bin ich jetzt so voll weg. Jetzt dachte ich bei jedem entgegenkommenden LKW, ob es ein Scania ist oder nicht. Ah, das ist schon ein bisschen schlimm. Warum fahren wir eigentlich die ganze Zeit so schnell hier? Hier ist 50 erlaubt, verdammt. Ah, oh, jetzt wieder 70 erlaubt. Ach, da sind wir so schnell. Da war der 50er da vorne nur wie in der Kreuzung. Egal, so schnell beschleunigen bringt eh nichts, weil da vorne müssen wir eh stehen bleiben. Oder wir wollen. Finde eine Parkmöglichkeit. Ja, ja, bin ich schon dabei. Bin ich schon dabei. Immer schön durch die Hose atmen hier. So, mal gucken, wie wir aufs Gelände raufkommen. Ob ein bisschen geräumig? Nee, überhaupt nicht geräumig. Ach, scheiße, Dreck. Können wir mal stehen? Holy moly. So, warum steht hier vorne jetzt ein LKW? Wenn ich mir den schon wieder so angucke, dann verhindert er doch locker, dass wir pennen können. Haben wir wirklich aktuell irgendwelche Marker gesetzt? Nee, ne? Irgendwelche? Nö. Wir fahren die normale Vanilla-Strecke. Also, die vorgeschlagene, die vorgegebene. Jo, da ich weiß, dass wir so eh nicht pennen können wahrscheinlich, oder? Ich probiere es einfach mal. Ne, gut. Das heißt, ich sitze ein bisschen zurück. Fertig zum Losfahren. Digga, voll die Partymucke hier. Oh nein, Kreditraten. Ach, jetzt kommt. Wow. Ich meine, klar, macht natürlich Sinn, sich da so längs am Zaun lang zu stellen mit so einem großen Auflieger. Aber, ja. Hätte halt nicht gedacht, dass wir das machen können, weil der Auflieger da den halben Zaun blockiert. Der andere LKW. Aber gut, hätten wir doch schon mal doch machen können. So. Ach, schöne Landschaft. Problem natürlich, wir fahren jetzt voll in die Nacht rein. Wird also wieder eine schöne Nachtfahrt hier. Sehr geil. Und da wir so wenig Reserve haben, werden wir aus dem Zeitrhythmus auch nicht rauskommen können.
Wie viel PS haben wir eigentlich aktuell? Wie viel PS haben wir eigentlich aktuell? Haben wir schon 750 oder noch 700 oder irgendwie so? Aber irgendwie so in dem Dreh haben wir auf jeden Fall schon. Ich glaube, wir haben sogar 750 PS. Aber ich bin mir aktuell nicht sicher. Wenn ich meine Stunde bei Wolfsburg, man kann einfach gucken. Aha, wir haben 750 PS. Steht da vorne, steht da außen an den LKWs dran. Könnte man voll so eine Mogelpackung verkaufen, ne? Wo man einfach draußen 750 PS Schild dran lässt. In Wirklichkeit ist halt noch ein 350 PS Motor drinne. Ja, es wurde halt nicht geändert. Ist halt noch ein altes Schild. Hm. Kennt man aber auch nur so von Volvo, ne? Ich kenne keine andere Firma, die wo das immer direkt auf den LKW draufsteht. Ist auch immer schön so zu sehen, wenn, wenn ich halt so unterwegs bin halt, so zur Arbeit oder von der Arbeit. Und dann immer die ganzen LKWs da irgendwie langfahren. Und dann ab und zu ein Volvo vorbeifährt. Ach, guck mal, der kleine Süßer hat 340 PS. Oh, guck mal, der hat schon 560 PS. Oh, schau mal, 430, ja. War schon irgendwie fun. Auch wenn ich teilweise das nicht verstehe, wonach die da wirklich gehen. Ne, weil letztens zum Beispiel ist ein Müllkutscher vorbeigefahren. Also ein kleiner, einteiliger LKW. Das war halt ein Müll-LKW, wie man ihn halt von der Straße erkennt. Der hatte 540 PS. Oder 560. Ich glaube 540 PS. Und jetzt vorgestern erst habe ich einen LKW gesehen. Das war einer mit Anhänger, also kein Auflieger. Also das war ein Box-LKW. Auch wenn da keine Box drauf war, sondern irgendwelches Gerät. Aber der hatte noch einen Anhänger hinten dran, wo auch der Gerät drauf war. Also war auf jeden Fall ein LKW, der dafür gedacht war, andere Sachen noch zu ziehen. Und der hat aber gerade mal 420 PS. So, what? Warum hat ein LKW, der offensichtlich nur dafür da ist, seine eigene Scheiße zu transportieren, über 500 PS, aber ein LKW, der Sache zieht, weniger? So, halt, laut meinem Weltverständnis, so wenig Sinn. Ich meine, die LKWs werden jetzt nicht so direkt von Volvo verkauft, sondern das sind ja meistens Kundenwünsche. Das heißt, die Müllkutscher wollten da vielleicht einfach ein bisschen mehr Reserve haben, so, und die anderen dann halt eher nicht so. I don't know, aber ist natürlich erstmal so als außenstehende Person ein bisschen seltsam. Weil das ist halt schön bei Volvo, da kann man ja als Firma wirklich. Ist aber nicht nur, jetzt nicht nur bei Volvo so, ne? Gibt es auch diverse andere Firmen, die das machen. Also eigentlich alle LKW-Firmen. Alle größeren, also MAN, Scania auch. Dass man da, wenn man da als Firma eine. Gerade wenn man eine große Flotte von spezialisierten LKWs kauft. Dass man die halt individuell zusammenstellen kann. So. Ich möchte den Motor, ich möchte das Getriebe haben und den Aufbau oder so, I don't know. Oder zumindest das Fahrgestell, wo ich dann selber einen Aufbau aufbauen kann. So. Heißt ja zum Beispiel bei so Feuerwehrwagen. Ne? Feuerwehrwagen haben auch ein bloß normales LKW-Fahrgestell. Aber der wird nicht von, weiß nicht, MAN gebaut. Oder Mercedes. Sondern darfst du dann halt MAN oder Mercedes baut halt das Grundfahrgestell, verkauft das dann so an die lokale Feuerwehr. Und die beauftragt dann eine zweite Drittfirma, oder überhaupt erstmal eine Drittfirma, um dann auf diesem LKW-Fahrgestell dann den Krankenwagenaufbau aufzubauen. Ich meine, ich weiß nicht, bei so ganz großen Abnehmern wie Feuerwehr, was ja wirklich schon ein sehr großer Abnehmer ist, vielleicht macht das da wirklich komplett MAN alles selber, so, I don't know. Aber typischerweise, wenn man so einen speziellen LKW kauft, dann kauft man halt nur das Fahrgestell, also plus die Fahrerkabine natürlich, klar. Aber hinten mit nacktem Aufbau,
Also Ansgar mit nackten Fahrgestell. Und um den Aufbau kümmert man sich dann selber, beziehungsweise in dem Fall dann beauftragt man dann selber noch eine zweite Firma, die dann den Aufbau aufbaut. Oder man macht halt wirklich selber so. Wenn er das sagst. Ey, dieser hässliche Abfahrt, ey. So unrealistisch. Wo sieht eine Abfahrt so aus? Please. Und die sieht halt jeder so aus. Traurig. Ach, diese wunderschöne Wand. Immer geradeaus. Das Witzige ist, die eine Farbe, also das Lila, ist genau der Kehrwert von dem Grün. Also im RGB-Space. Oder Farbraum. Ah, schon geht die Sonne unter. Sad life. Heute echt gute Musik, Alter. Nice. Ich wünschte, ich könnte mein Vocaloid Radio anmachen, ey. Alter, geht's hier bergauf, Alter. Uiuiui. What the hell? Oh, Pulilei. Aber wo sind wir hier eigentlich gerade? Das muss ja irgendwo Deutschland sein, oder? Ja, ist hier in der Nähe. Ist ja die Hopti. Ja, Basismap jetzt vielleicht nicht ganz. Ich meine, kann man ja relativ schnell herausfinden. Alles, was man machen muss, ist das hier zu aktivieren. Ah, nee, okay, jetzt nicht mal die Basismap. Weil jetzt stockert da so extrem gerade die ganze Zeit. Oder läuft hier was bei meinem Rechner schief gerade? Ja. Mein Rechner ist gerade mal zu 20% ausgelastet. Dem geht's gut. Stockert hier schon wieder, as fuck, ey. Ah, oh, Windräder.
Hä? Da war doch gerade bloß ein Überholverbotsschild. Warum ist jetzt auf einmal nur 70? Die Schweine! Los, fahr weg! Ey, Junge, was ist los mit dir? Du wirst mal abgedrängt hier. So. Wie sieht es von Olli und den Polizisten gehört hier? Ernsthaft, Alter. Was war los mit dem? Und ich war nicht mehr zu schnell. Als ich da angekommen bin, war ich bloß noch ein bisschen über 70. Also 72 oder sowas. Also war jetzt nicht, dass man sagen könnte, ja, das lag nur daran, weil ich zu schnell war. Ey, nee, der hat mir einfach die Vorfahrt genommen, dieser Hurensohn. Polizei, Freund und Helfer und so, ne? Mhm. So lange, bis sie einen Unfall bauen und dir die Schuld dafür geben. Weil sie ja die Interpretierungshoheit haben. Ist aber schon irgendwie merklich, ne? Ich meine, ich persönlich war ja eigentlich nie so ein, ich sag jetzt mal, Polizeihasser. Aber mittlerweile, man sieht halt so viele Sachen, die schief laufen. Und da ist jetzt egal, ob jetzt deutsche Polizei oder amerikanische Polizei, ich kenne es halt von beiden so, aber von beiden gleichermaßen. Ja, schwierig. Der Polizei da noch uneingeschränkt zu vertrauen oder zu hoffen, dass sie einem hilft? Schwierig. Ah, hier ist die. Hier darf ich jetzt 80 fahren. Ja, nee, ist klar. Na gut, fahren wir mal 80. Oh, da vorne geht's, wenn man hat rechts. Demnächst rechts abbiegen. Biege nach rechts ab. Los, fahr doch mal. Fahr. Oh, wie der einfach 90 fahren darf. Was ist das für ein Hurensohn? Und hier müsste ich mit 80 rumtuckern. Warte mal, grün! Ganz kurz was. Ich meine, es ist jetzt eh Folgenpause. Frage ist, wie stellen wir uns mal kurz hin? Also auf dem Fußgängerweg stellen, ist eh schwierig. Weil wir den hinten die Häuserfenster leuchten alle. Links halten und dann links abbiegen. Wisst nicht, dass man ab 22 Uhr ins Bett zu gehen hat? Biege nach links ab. Aber jetzt bleiben wir einfach mal hier. Hier ist ein schöner Punkt, wo man kurz pennen kann. Ungefähr so. Oh, pass. Oh. Wow, der Bus erstmal hinten voll auf dem Auflieger. Hat er keine Augen im Kopf oder was? 1% Frachtschaden. Leck mich am Arsch. Naja, was soll's. Jo. Dann würde ich mal sagen, das war's für die Folge.
In der nächsten Folge versuche ich dann mal, also ich teste mal, wenn ich mal Compositing deaktiviere, ob es dann nicht mehr so sehr stockert. Mal gucken. Bis dann.